So, jetzt aber. Ja, Zwerghamster spielt Bioshock. Wieder. Das wird jetzt bis zu Dr. Sandman allerdings einigermaßen, wie soll ich sagen, hektisch bzw. schnell und auch nicht sehr blind, weil meine letzten Aufnahmen, die ich bis zu Dr. Steinman gespielt habe, hat mir Fraps irgendwie total abgekackt, hat nicht gespeichert, whatever, keine Ahnung warum, auf alle Fälle. Ach, die Mann, Jungs, Sack. Auf alle Fälle darf ich den ganzen Umflug jetzt nochmal machen. Und das baut mich unglaublich auf und irgendwie kommt mir die Auflösung und das Bildformat gerade ein bisschen affig vor. Keine Ahnung. Ah, well. Okay, ich glaube hier drin. Ja, genau. So. Einmal schnell. Aber kommt jetzt nur mir das so vor oder kommt mir das Bild irgendwie extrem gezogen vor? Ich weiß nicht. I don't know. Aber hey, was weiß ich. Wow. Ich wusste gar nicht, dass man Rocket jumpen kann im Game. Okay, das ist einfach nur nicht. Ja, klar, pass auf dich. Ich weiß, die Stadt ist scheiße und man kann es nur im Sofa ertragen, aber irgendwo ist gut. So. Das hören wir uns trotzdem an. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schlurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann wird dich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. So, so viel dazu. Tschüss. Hier wird nicht gelacht. Na, whatever. Richte den Minister aus, er soll warten. Meine Tochter heiratet, nicht mehr. Ach stimmt, da war es ein bescheuerter Raketenturret. Und ich bin gerade zu blöd, die... Gott, wo? Ah. Ich wollte schon sagen, ich bin gerade zu blöd, die irgendwie zu treffen, aber... Naja. Also mit der Auflösung stimmt gerade definitiv irgendwas nicht. Naja. Das mit der die Aufnahmen verschlammt hat, pisst mich gerade zu sehr an, um mich da jetzt irgendwie noch groß drum zu kümmern. I don't give a fuck. Ja, ich weiß, ich bin bar, so. Können wir alles verfügen, Verbände sind toll, können alles. Ja, genau, spring mir doch meinen ganzen Loot weg, was soll denn das? Ich weiß jetzt für was die Dinger da sind. Das werden wir dann auch noch sehen. Das wird ja lustig. Mehr oder weniger. Geld. Gib mir das Geld. Nein. Ich kann das tolle Geld nicht auf. Ach, egal. Ist hier nicht so, dass ich einen Zwerg viel davon brauchen würde. Ja, gut. Ja, komm, wie bist du auf? Ach, scheiße, da war eine Kamera. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil Sie dazu neigen, die Probanden... Ja. 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 Ja.
Hey. Leute, ich weiß nicht, ich kann es nicht oft genug sagen, lasst genetische Experimente an irgendwelchen Leuten von irgendwelchen unerprobten Zeug einfach bleiben. Das hat einfach keinen Taug. War ja gerade eindrucksvoll zu hören, wo das hinführt. Aber hey, wer bin ich? Ich habe keine Ahnung, ich arbeite hier nur. Was war das jetzt gleich nochmal? Achso, stimmt, ja, ich habe das Geld. Ja. Du hast Zeit drauf. Schnell speichern. Schnell speichern ist es nicht, weil bei den Saves, das ist schon immer so ein bisschen. Und der kommt da hin und da und wir sind glücklich. Gut, dass ich keinen Liga namens Jules dabei habe, den ich fragen muss, ob wir glücklich sind, weil das wäre politisch unangebracht und absolut inkorrekt, aber das interessiert mich gerade gar nicht. Da habe ich ja alles okay. Das Plasmid, genau, das richtiges Plasmid. Das Ortsang-Plasmid quasi, wenn man so will. Loot. Yeah, Loot. Noch mehr Loot. Yeah, Loot. Plasmid. Range Jockey. Das Zeug haut unglaublich aufs Maul. Damit one-hitte ich. Und ich betone, one-hitte ich genau die. Ja gut, die habe ich vorhin schon gewonnen, hittet aber. Die mit dem Knall. Genau. Leadhead Splicer, die halten ja ganz schön. Die halten ja doch schon was aus. Außerdem musste ich vorher ja zweimal hauen. Das Ding ist imbar. Jetzt reicht's, wenn ich sie einmal haue. Natürlich nachdem ich sie vor geschockt habe. Gut. Was haben wir hier? Da hat was. Da leuchtet was. Muni. Panzerbrechende Muni. Sehr schön. We all need mehr panzerbrechende Muni. Bandagen brauche ich die eigentlich gerade? Nee, eigentlich nicht. Da fahre ich jetzt besser damit, weil sobald ich hier drin bin, kommt erstmal ein fetter Hinterhalt. Aber ich würde noch Zeit. Ja, klar. Alles doof. Shotgun! Shotguns sind toll. Na kommt der. Ich fackel euch alle auf, ey. Billiger kleiner Niemand! Hier. Jetzt dir was. Ich weiß, Leute, Drogen sind schlecht, aber ey. Hier. Na komm. Okay, ich fail grad. Stirb. Okay, ich glaube, ich habe gerade irgendwie voll umsonst in der Gegend rumgeballert. Ja, besser für euch. Spastis. Ach, Dreck. Gut, nee, das hat gerade gar keinen Tau. So. Wenigstens etwas abgefackelte Leichen mit viel zu heißem Kaffee. Whatever. Dum-di-dum. Schrot. Loot. Was das? Schaut so aus. Geld. Weiter geht's da vorne. Deswegen machen wir das, was eigentlich hier machen würde. Wir gehen zuerst ganz woanders lang. Weil. Habe ich dies letztes Mal eingesammelt? Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen.
Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stülpen. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Ja, jetzt wird wieder auf den Deutschen rumgehackt, weil... Ey, warum nicht? Klingt nach einer absolut vernünftigen Sache, die man tun sollte, tun kann, tun muss. Speichern, hacken, was auch immer hier als hacken bezeichnet wird. Oder vielleicht das... whatever. Mensch. Ja, das ist, deswegen habe ich ihn gehackt, stell dir vor. Gut, wenigstens habe ich jetzt wieder ein bisschen Grill. Grill ist gut, weil jetzt bekomme ich ein sinnvolles Plasmid, ein lustiges Plasmid, muss man dazu sagen. Allerdings eines, das leider dazu tendiert, mich dazu zu zwingen, meine Eve-Vorräte zu verbrennen. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong, Kunde Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Gut, einfach nur um ein bisschen damit rumzunörden, werde ich das jetzt auch die nächste Zeit benutzen. Ja, ich weiß, deswegen tausche ich meinen Abfackeln damit ab. Aus. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Ja, das Spiel ist nett oder zumindest einfach gestrickt genug, dass es einem direkt sagt, für was es hauptsächlich gedacht ist. So, aber wir benutzen das gleich mal, um einen anderen sehr lustigen Effekt zu nutzen. So, wir sehen ein dummes Pleister. Wir sehen eine Gaskartusche. Wir drücken auf den Knopf. Wir haben die Gaskartusche. Da ist der Spleißer. Gaskartusche plus Spleißer ist gleich Spaß. Genau. Das wird nicht alt. So, gib ein Geld. Ja. Wir sind vorerst glücklich. Wir sind fertig. Deswegen weiter. So, jetzt brauchen wir das, weil das dann steht wie ein beschissenes Turret. Oder? Ja, das steht da jetzt noch. Na komm. Und komm her. Deine Seele gehört mir. Naja, so ähnlich. Solange jetzt nicht irgendwelche Leute auf die Idee kommen, die Theologie studiert haben, mir in meinen Channel posten zu wollen, dass die Schlussfolgerungen dessen, was ich gerade von mir gegeben habe, irgendwie bestürzen, sind das alles in Ordnung. Ja, ich weiß, ich bin immer so. So, gib jetzt Loot. Bandagen. Ionischer Schrot. Ionischer Schrot habe ich festgestellt, als ich das hier durchgespielt habe, ist elektrischer Schrot. Ja, ich habe dich schon gehört. Keine Panik. Und ja, die Leiche ist tatsächlich tot. Teddybär! Du bist doch schon durch!
Ja, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir fast in die Hose gemacht vor lauter. Aber, naja. Tempohacker verschafft mir im Wesentlichen einfach nur mehr Zeit. Ja, noch ein bisschen metaphorischer Unfug. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. So, so viel dazu. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, komm, wir saufen uns noch mehr den Hucke dicht, weil anders erträgt man das hier nicht. Gut. Mech. So, die Säule. Hier. Hier könnte ich jetzt voll den Epic-Fail machen, indem ich anfange, Blitze ins Wasser zu schießen, weil da hinten sind zwei Leute. Aber das lassen wir einfach mal. Wir looten einfach den Schlüssel und sind glücklich. So, kann ich da jetzt eigentlich irgendwie... Yeah, awesome. Bleiben wir dann im traurigen Stand, da kriegen wir ein bisschen Schadenschuss. Gott. Ach, shit. Okay, das war jetzt mein eigener Fail. Das steht außer, absolut, außer jeder Diskussion. Weil, warum nicht? Das war gerade absolut fail-tastic. So, hörst mir, schmatz mich rum. So. Als nächstes ist es. Ich glaube, ich tue das jetzt nicht an 20 Sekunden, aber ich wollte einfach scheiß drauf. Mach das auch total an den Teilen. So, wo ist er jetzt? Du bist tot, du bist tot, du bist schon lange tot. Warum zur Hölle ist die jetzt explodiert? Vermutlich einfach weil, warum nicht? Ist nie verkehrt, wenn irgendwas explodiert. Aber ganz ehrlich, wo die Spielindustrie jetzt, wenn damals nicht so viel irgendwie explodiert wäre? Irgendwie. Ach, keine Ahnung. So, das. Bumm? Was soll eine Bumm da? Ich bin so. Okay. Irgendwas stimmt gerade nicht ganz genau. Ach.
Mehr Explosionen. Okay. Ja. Gut, dann machen wir jetzt hier mal kurz Pause. Mal kurz hier abspeichern. Ja, wir machen einen neuen. Und brechen hier kurz die Aufnahme ab, weil das Video sonst wieder zu lange wird. Und ja, man sieht sich hier dann gleich wieder.